heute. Heute ist der 4. Dezember und wir möchten euch heute den Barbara-Tag etwas näher bringen. Ja, das Besondere an diesem Gedenktag ist, dass im 2. und 3. Jahrhundert in Kleinasien, der heutigen Türkei, da hat diese Barbara gelebt. Und diese Barbara, die sollte von ihrem Vater gut verheiratet werden, hat eine tolle Ausbildung bekommen. Aber sie ist Christin geworden. Und dann konnte sie sozusagen nicht mehr auf ihrer Ländersitte verheiratet werden. Für ihren Vater war das eine Katastrophe. Und der war so sauer und er hat sie eingesperrt in einen Turm und hat sie foltern lassen. Und dann hat er sie tatsächlich mit einem Schwert umgebracht, kaum zu glauben, und wird daraufhin vom Blitz getroffen. Ja, spannende Geschichte. Und Barbara ist einige Zeit später, ein, zwei Jahrhunderte später, glaube ich, auch heilig gesprochen worden. Deswegen, weil sie tatsächlich an ihrem Glauben festgehalten hat. Und ja, ein bisschen weiter mit der Geschichte. Und das Besondere an der Geschichte, als sie in das Gefängnis geworfen worden ist, ist sie auf ihrem Weg mit ihren langen, wehenden Haaren an einem Kirschbaum vorbeigekommen. Und haben sich die Haare drin verfangen. Und das hat zur Folge, dass in der Tradition daran erinnert wird und so zu Weihnachten sozusagen der Kirschbaum an zu blühen gefangen ist. Als Zeichen dafür, dass sie ewiges Leben hat und so weiter. Genau, sie schien wie tot, aber ist dann doch nochmal aufgeblüht. Ne? Richtig. Um diese Barbara und um diese Kirschzweige ranken sich ganz, ganz viele Brauchtrümer. Ein ganz schöner ist zum Beispiel, dass junge Mädchen den Zweigen des Kirschbaums die Namen ihrer Verehrer zugewiesen haben. Und tatsächlich der Zweig, der als erstes erblühte, das war dann sozusagen der zukünftige Bräutigam. Also gibt es ganz viele nette Geschichten rund um die Barbara-Zweige. Ja, und noch eine Besonderheit in Böhmen. Da war diese Tradition so lebendig, dass da die Leute nicht nur Kirschzweige reingeholt haben am 4. Dezember, sondern ganze kleine Kirschbäume. Und da waren irgendwo die Bäume, die Kirschbäume, etwas dezimiert. Und das fand der Landesherr überhaupt nicht lustig und hat das Ganze verboten. Das ist so ähnlich, wie als wenn heute jeder einen Weihnachtsbaum in die Wohnung stellt. Genau, gab dann irgendwann keine Kirsche mehr. Wir haben heute tatsächlich aber auch schon mal Kirschzweige reingeholt hier. Ich zeige euch die mal ein bisschen höher, um euch das mal so zu zeigen. Ihr müsst also heute am Barbara-Tag die Kirschzweige abschneiden und die auf jeden Fall schräg anschneiden. Die werden dann so einen Tag lang in warmes Wasser gelegt, damit ihr auch wirklich denken, es ist Frühling. Und dann könnt ihr die in die Vase stellen und das immer ein bisschen pflegen und dann werden die tatsächlich Heiligabend oder einige Tage vorher vielleicht auch schon aufblühen. Sucht bitte Zweige raus, die schon so ein bisschen Knospen erkennen lassen. Dann klappt das am besten. Ich habe hier auch noch mal so einen Apfelbaumzweig dazugestellt, weil mit Apfelbaum geht es eigentlich auch. Genau. Mir ist noch eingefallen, Prinz, die Barbara ist noch die Schutzpatronin der Feuerwehrleute und der Bergleute. Genau. Passt ja zu dir. Der Feuerwehrleute und der Bergleute. Genau. Abschließend möchten wir unseren Beitrag heute, wir haben nämlich auch noch ein Gedicht gefunden. Der Josef Guggenmos hat noch über den Barbara-Zweig und über den Barbara-Tag ein Gedicht gelesen. Das lese ich euch noch vor. Geh in den Garten am Barbara-Tag. Geh zum kahlen Kirschbaum und sag, kurz ist der Tag und grau ist die Zeit. Der Winter beginnt, der Frühling ist weit. Doch in 3 Wochen, da wird es geschehen, wir feiern ein Fest, wie der Frühling so schön. Baum, einen Zweig gib du mir von dir. Ist er auch kahl, ich nehme ihn mir. Und er wird blühen in seliger Pracht, mitten im Winter, in der heiligen Nacht.